Mikrofone sind noch aus, bitte, ja? Herbert Asche ist da. Ja, haben Sie gedacht, das bleibt Ihnen erspart? Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe immer gedacht, dass Leitner kommt. Also der gerade nicht. Ja, der hat von jetzt ab einen Knick in der Karriere. Ne? Er braucht doch keine Karriere mehr. Der geht bald in Pension. Und schreibt seine Memoiren. Ja, vielleicht. Dann werde ich wohl zwischen seinen ganzen Mördern und Totschlägern nicht mehr vorkommen. Sind schon genug drin. Ich bin ja auch kein Aushängeschild für ihn. Also dann, fangen wir an. Langsam gewöhne ich mich an Sie. Vielleicht sollten Ihre Gäste besser aussuchen. Ja, wenn das ginge. Ich habe gedacht, Sie kommen vielleicht wegen der Pressekonferenz. Was für eine Pressekonferenz? Herr Maus war seinerzeit, was heißt seinerzeit? Heute genau vor 5 Jahren war der 2. Verhandlungstag und ich war ihm damals als Pflichtverteidiger zugeteilt worden. Hat das Ihre Karriere nicht geschadet? Ich kann mit dem Satz nichts anfangen, Frau Pries. Das Urteil gegen Herrn Maus hat mich damals sehr getroffen. Weil es Ihre Niederlage war. Oder warum? Nein, nicht so sehr. Es war meine tiefste Überzeugung, dass Herr Maus die Vergewaltigung und die daran anschließende Tötung nicht begangen hat. Die 5 Jahre, die Sie für die Wiederaufnahme gebraucht haben, wer soll die Herrn Maus bezahlen? Oder ist es vielleicht so, dass Sie diese Pressekonferenz nur deshalb einberufen haben, um anschließend die Geschichte gut zu verkaufen? Nein. Wenn ich mal was sagen darf. Ich finde, so etwas hat der Berthold nicht verdient. Wir hatten zu keiner Zeit vor, meine Geschichte irgendwo zu veröffentlichen. Aber der Hammer ist doch, Sie können von jetzt ab behaupten, die Polizei hat Beweismaterial für die Verhandlung unterschlagen. Ich hab's ja gleich gesagt, wir hätten hier nicht reingelassen. Genau das werde ich nicht tun. Ja, was war es denn sonst, Herr Berthold? Man kann doch genauso gut die ganz normale und alltägliche Schlamperei einer untergeordneten Dienststelle gewesen sein. Na bitte, was ist denn passiert? Ich habe das Protokoll einer Zeugenaussage gefunden, das nicht bei den Akten lag, sondern irgendwo in einem Polizeirevier. Herr Asche, jetzt sagen Sie doch mal was. Wie finden Sie das so als Polizist? Stehen Sie auf. Was soll das, Herr Asche? Lassen Sie nur. Ich bin inzwischen aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Aber ich weiß, dass diese Zeugenaussage Ihnen ein Alibi gegeben hat für die Tatzeit. Sehen Sie mir in die Augen! Und ich weiß auch, dass Sie meine Frau vergewaltigt und getötet haben. Asche, ich will Ihnen zugestehen, dass Sie... Herr Kress, haben Sie keine Meinung dazu? Der Polizei war Herr Maus recht als Täter. Er hat meine Frau getötet. Ich weiß es. Versucht ja nicht noch mal, mich zu sowas zu überreden. Nein, du, das möchte ich nicht. Bitte? Nein, aber ich weiß ja auch gar nicht so ganz genau, wann ich zu Hause bin. Sag mir, willst du mich ärgern? Nein. Nein, das Badewasser muss nicht eingelassen werden und meine Hausschuhe kann ich mir auch selber suchen. Also, bis dann, ja, mach's gut, ja, selbst. Ciao. Ach. Eine ganz, ganz tolle Frau haben Sie. Ja, finden Sie. Nein, nein, das stimmt schon. Danke. Meine Frau hat ja auch Jura studiert. Wissen Sie, die hat ein besseres Examen als ich. Wieso, ist doch prima gelaufen vorhin. Ja, finden Sie.
weiß nicht. Nur, wie ich sie bezahlen soll, das ist mir völlig unklar. Ja, wenn Sie einmal was haben, dann geben Sie mir was, ja. Dann war es nur fürs Renommee, oder was? Ich muss immer an den Mann denken, an den Polizisten, an Herbert Asche. Ach. Wissen Sie was? Sie sind viel zu weich für einen Anwalt. Was passiert jetzt? Wissen Sie, ich finde, jetzt sollten Sie mir einmal einen ausgeben, ja? Ja. Jetzt habe ich Sie gar nicht gefragt, wo ich Sie eigentlich hinbringen soll. Ja, wohin wohl? Zu meiner Schwester. Wo soll ich denn sonst hinwollen? Ach so, die drei Männer, die zum Schluss reinkamen, das waren die Polizisten, stimmt? Ja, das war der Leo Kress vom zweiten Morddezernat und seine beiden engsten Mitarbeiter. Das konnte ich früher nie. Inzwischen kann ich die 10 Meilen gegen Wind riechen. Kommt vom Knast. Und? Was war? Nichts war. Überhaupt nichts. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe. Die haben sich von der Presse feiern lassen. Und Sie? Wo waren Sie? Ich habe Ihnen gesagt, dass ich nicht kommen werde. Es ist mir untersagt worden, dahin zu gehen. Aufgegeben haben Sie, das ist es. Wenn Sie damit leben können. Ich kann es nicht. Jetzt hören Sie mal zu. Sie hören jetzt mir mal zu, damit das klar ist. Ich habe nicht aufgegeben. Friedhelm Maus war es. Ich weiß es. Sie haben meine Frau gekannt. Wie können Sie da aufgeben? Sie wissen, wie sehr ich meine Frau geliebt habe. Machen Sie keine Dummheiten, Asche. Ich werde Wege finden, um weiterzumachen. Ich verbiete Ihnen das. Sie können mir gar nichts verbieten. Überhaupt nichts mehr. Steht nicht im Telefonbuch. Dann ruf im Revier an, ob die wissen, was Herbert Asche jetzt macht. Vielleicht kann man was für ihn tun. Also, was er macht, kann ich dir sagen. Der macht Objektbewachung bei einer Sicherheitsfirma. Großbaustelle in Feldmoching. Wer? Herbert Asche. Leitner liegt in seinem Büro. Wer hat auch niemandem gesagt, wo er hingegangen ist. Mir wirst du anrufen. Mal sehen, ob Leitner zu Hause ist. Meldet sich da auch niemand? Nee. Vielleicht geht er ja auch nicht ran. Könnte sein. Leo will Leitner zum Essen mitnehmen. Dann könnt ihr doch wenigstens seine Frau rangehen. Der ist doch schon ewig geschieden. Kennst du einen Leiter einer Mordkommission, der nicht geschieden ist? Ja, da soll es irgendwo noch einen geben. Wir gehen jetzt. Nun ist doch endlich. Es wird doch alles ganz kalt. Ja. Dass Mutter das nicht mehr erlebt hat. Du warst es nicht. Das hat sie immer gesagt. Sie hat immer gesagt, der Friedhelm, der macht doch sowas nicht. Hast du die ganze Zeit davon gelebt? Vom Nähen? Mhm.
Weil so schnell werde ich wohl keine Arbeit finden. Das wird schon für uns beide reichen. Bis du deine Haftentschädigung kriegst. Ach. Das wird dauern. Abend, Herr Leitner. Guten Abend. Es ist vorbei, Herr Leitner. Es gibt nichts mehr zu finden. Wer weiß. Die Dinge laufen manchmal so. Kommen Sie. Ich lade Sie ein ins Haus. Meine Schwester macht uns noch einen Kaffee. Ich glaube nicht, dass es vorbei ist. Ja, ja, ich bin schon noch da. Wie heißt das Lokal? Da kannst du sie jetzt anrufen und sag, Chris, ich brauche niemanden, der mich tröstet. Ende. Friedhelm? Ja? Wo willst denn du hin? Wo soll ich schon hin wollen? Nach oben in mein Zimmer schlafen. Schlaf gut. Auch, Ursula. Wir suchen den Herrn Asche, Herbert Asche. Warum? Wir möchten mit ihm reden. Er ist nicht zum Dienst erschienen. Angerufen wurde er auch nicht. Unser Schichtführer ist stocksauer. Der Asche, immer dieser Asche. Seid ihr alle so? Was wie, alle so? Wie euer Ex-Kollege, der Herr Asche. Wo brennst denn? Weißt du, wie lange ich auf dich warte? Ich will, dass du was für mich machst. Und was? Und was und was? Ja, was? Ich möchte, dass du die Mordsache an Johanna wieder aufnimmst. Hältst du mich für bekloppt? Friedhelm Maus war es, ich weiß es. Es ist widerlegt worden. Ich kann mir das als Polizist nicht leisten. Das solltest du wissen. Gerade du solltest es wissen. Du warst doch mal mein Freund, als wir noch zusammen bei dem Verein gearbeitet haben. Und? Bitte, Bernd. Bitte. Nein, Asche, nein. Die Sache ist gelaufen. Du weißt es. So schlimm das für dich ist. Es wird sich nichts mehr bewegen. Nichts mehr. Herbert? Ich werde nichts tun. Mach's gut. Stimmt's, Leitner hat dich angerufen. Ja.
Na? Eine Frau, an die 30. Ja, das haben wir schon gehört. Er, da hat sie gefunden. Was meinst du? Da, wo sie liegt, wurde sie wahrscheinlich getötet. Tag, Doktor. Tag, Leo. Grüß euch. Hallo. 15 Messerstiche habe ich bis jetzt gefunden. Und vergewaltigt worden ist sie auch, wie es aussieht. Alles andere morgen. Heute, Doktor. Okay, heute Abend. Sag mal, 15 Messerstiche. Kommt dir das nicht irgendwie bekannt vor? Vergewaltigt, 15 Messerstiche. Leo, bitte sei so gut und lass mich da raus. Ich sehe jeden Tag sowas oder Ähnliches. Was erwartet ihr von mir? Wir haben doch nichts gefragt. Als er sie gefunden hat, war sie noch warm. Ich muss gehen. Servus. Also mir kommt da schon was bekannt vor. Heute früh um 5 hat er sie gefunden. Das ist das Einzige, was sie bei sich hatte. Es lag in der Tasche von ihrem Trainingsanzug. Streichhölzer, Joghurt, Hefe, Brötchen, Aufschnitt, Lungen. Umdrehen musst du. Oh. Und wann fangen Sie an mit der Arbeit? Um 4 Uhr morgens. Ja, ich verstehe überhaupt nicht, was die Leute schon laufen müssen, wenn es noch stockfinster ist. Sie sagen es. Ja, und vor allen Dingen Frauen. Vor ungefähr 5 Jahren hatten wir schon mal sowas. Gar nicht weit weg von hier. Ich dachte, du kommst mit. Gleich, Moment. Er weiß nichts, er hat sie nur gefunden. Aufgefallen ist ihm nichts. Hier, von einem Rezeptblock. Das Rezept ist nicht ausgestellt. Nee. Ihr werdet über den Aufdruck der Ärztin rauskriegen, wer die Frau da hinten ist. Ich weiß, dass wir jetzt alle dasselbe denken. Der Mord an der Frau von dem Polizisten. Vor 5 Jahren. Also manchmal hasse ich unseren Beruf. Diese verdammte Polizistenmentalität. Da passiert eine Vergewaltigung, eine Frau wird ermordet, erstochen. Der Täter wird gefunden, wird verurteilt. Nach 5 Jahren stellt sich raus, dass der Mann unschuldig ist. Und wir? Wir kommen als erstes auf ihn. Automatisch. Auf Friedhelm Maus. Ist doch fabelhaft, nicht? Was sind Sie denn hier? Woher wissen Sie denn, dass ich hierher komme? Das war nicht so schwer. Ich hab's von Ihrer Firma. Ich hab Sie schon letzte Nacht gesucht. Na und? Sie waren nicht zur Arbeit erschienen. Ich möchte wissen, was Sie das angeht. Vielleicht kann ich auch mal erfahren, was Sie eigentlich von mir wollen. Mir ist eine Sache immer wieder im Kopf rumgegangen. Ja, ich höre. Haben Sie jemals überlegt, dass Friedhelm Maus und Ihre Frau sich gekannt haben könnten? Verschwinden Sie. Ich verbiete Ihnen, sowas zu denken. Vielleicht hätten wir diese Spur doch verfolgen sollen. Sie sollen gehen, haben Sie mich nicht verstanden? Haben die beiden vor 12 Jahren im gleichen Betrieb gearbeitet oder nicht? Es ist ein 4000-Mann-Betrieb. Sie haben sich nicht gekannt, basta. Lassen Sie mich in Ruhe. Interessiert sich sowieso niemand für die Geschichte. Sie wissen, was letzte Nacht passiert ist? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Morgen. Guten Morgen, Herr Rechtsanwalt.
Weißt du, wie spät es ist? Warum hast du mich denn nicht geweckt? Weil du es verdient hast, heute ein bisschen länger zu schlafen. Herr Dr. Berthold, hast du keine Arbeit? Ich gehe erst in einer Stunde. Und du brauchst auch nicht früher ins Büro zu kommen, hat deine Sekretärin gesagt. Schon Radio gehört heute? Nein. Hätte ich sollen. War was von gestern drin? Nein, 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 das nicht. Eine junge Frau wurde heute früh im Park vergewaltigt und erstochen. Nicht weit weg von hier. In diesem Park da, Sie wissen schon. Ja. Weswegen rufen Sie mich an? Ja, weil ich Ihnen das sagen wollte, deswegen. Herr Berthold? Herr Maus! Weswegen rufen Sie mich an? Die werden kommen. Ach, Sie. Das wird die Polizei sich nicht trauen. Das können die sich gar nicht erlauben. Ich wollte ja nur, dass Sie darauf vorbereitet sind. Herr Berthold. Auf Wiedersehen. Gegessen. Du hast telefoniert? Das Telefon steht in der Küche. Ja. Hallo Leo. Und, was soll das? Schau mal drauf. Ich habe gefragt, was das soll. Leitner hat sich mit sofortiger Wirkung beurlauben lassen und ist weggefahren. Aber wenn du Fragen hast, Leo, ich bin immer für dich da. Sag mal, hörst du nicht zu? Was soll das bei mir? Na, ich denke, du machst die Mordsache von heute früh, die Frau im Park. Ja. Und was hat das mit der Akte Maus zu tun? Ja, aber Leo, ich verstehe dich nicht. Ja, ja, schon gut. Aha, die Konkurrenz schläft nicht, wie ich das so sehe. Hm? Hat er das gebracht? Ich frage lieber nicht, was da drin ist, oder? Nein. Wenigstens Kaffee hättest du machen können, Leo. Der schmeckt euch doch sowieso nicht, wenn ich ihn mache. Also, die Tote heißt Irma Langner, Krankengymnastin in einer Privatklinik außerhalb der Stadt. Hat sie Verwandte hier? Jetzt wart doch mal ab. Das Rezept stammt vom Rezeptblock ihrer Mutter. Die hat bis vor 5 Jahren praktiziert als Lungenfachärztin. Wir haben die Mutter in einem Altersheim gefunden, aber ich glaube, die alte Frau ist so verwirrt, dass sie gar nicht verstanden hat, was wir ihr über den Tod ihrer Tochter erzählt haben. Wir haben uns den Schlüssel zu ihrer Wohnung vom Hausmeister geholt. Wir waren aber noch nicht drin, weil wir wollten dir nicht vorgreifen. Ja, Kassier? Was, wer? Ja, bitte.
Mach mal eine Tasse mehr. Wart ihr auch in der Klinik, wo sie arbeitet? Nein, die ist in Steinbach. Das ist ja ziemlich weit draußen. Aber die Leute in dem Haus, wo sie wohnt, sagen, sie wäre sehr ruhig, liebenswürdig, freundlich, nie Männerbesuche und so, was immer das heißen mag. Ja? Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. Es riecht gut hier. Sie kriegen auch eine Tasse. Haben Sie sich verdient. Es tut mir leid, dass Sie gestern da plötzlich reingezogen wurden. Ja, wir hätten nicht in diese Pressekonferenz gehen sollen. Sind Sie deswegen hier? Ja, ja. Sie haben gehört, was heute früh im Park passiert ist. Ja, das ist furchtbar. Um noch einmal auf gestern zurückzukommen. Herr Berthold, dass Sie loyal sind, dass Sie fair sind und dass Sie vorsichtig sind, das haben wir schon kapiert. Weswegen sind Sie hier? Ich habe gedacht, ich müsste Sie vielleicht vor einem Fehler bewahren. Was für ein Fehler, Herr Berthold? Ich liege gar nicht so falsch, wie ich sehe. Die Sache läuft schon, wovor ich Sie warnen wollte. Oder? Ist das nicht die Akte Maus? Doch, das ist sie. Richtig. Dass Sie sich nicht schämen. Wann ich mich schäme und wann nicht, entscheide wohl immer noch ich. Wenn Sie jetzt sozusagen automatisch gegen meinen Mandanten ermitteln. Herr Berthold, wir hatten eigentlich nicht vor, gegen Herrn Maus zu ermitteln. Ja, was heißt denn das? Jetzt werden wir. Ich habe Sie gewarnt. Ich glaube, dem schmeckt mein Kaffee nicht. Willst du nicht rübergehen und fernsehen? Eigentlich brauche ich euch hier nicht. Wenn ihr nichts Bestimmtes sucht, dann lasst mich bitte allein. Also gucken, wenn wir noch dürfen. Ne? Was du hier suchen sollst, das weißt du doch. Ne? Ich finde es immer noch komisch, in einer wildfremden Wohnung einfach so rumzustehen. Dass wir die Rezeptformulare nicht finden, das ist schon sonderbar. Irma? Irma, ich bin's nur. Was machen Sie denn hier? Wir sind von der Polizei. Ich frage Sie, was Sie hier machen. Und wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich habe bis vor 2 Wochen hier gewohnt, mit Frau Langner zusammen. Was ist denn passiert, bitte? Was wollten Sie denn jetzt hier? Sie hat sich von mir getrennt. Sie hat eine neue Freundin jetzt. Und ich hatte noch ihren Wohnungsschlüssel. Sie wissen nicht, was passiert ist. Frau Langner ist ermordet worden. Im Park? Heute Morgen im Park? Das war Irma? Ihr geht jetzt schlafen. Macht es. Mit wem hast du heute Morgen telefoniert? Mit meinem Anwalt. Gute Nacht. Gute Nacht. Vor
Vorsicht, da nicht reintreten. Es ist ganz einfach. Du nimmst die Leiter hier vom Haken, legst sie hier an und steigst aufs Dach. Und jetzt kommt niemand. Dann wartest du, bis da oben das Licht angeht. Und dann schießt du von da oben. Herr Maus, macht es Ihnen was aus, drinnen auf uns zu warten? Herr Maus, brauchen Sie wirklich keinen Arzt? Nein, ist schon in Ordnung. Ach, Leo, das weißt du noch gar nicht. Nachricht von unserem Doktor. Es sind 17 Messerstiche bei der Toten. Und Sperma haben sie gefunden. Ist schon im Labor. Besser als jeder Fingerabdruck. Na, wenigstens etwas. Schon ein merkwürdiger Kreis, in dem wir uns bewegen. Friedhelm Maus, Ex-Polizist Asche, Berthold der Rechtsanwalt, die Tote von heute früh, die Ex-Freundin von der Toten. Ach, wie heißt sie? Braun, Michaela Braun. Ja, und die Niederlage von Leitner? Kaliber 7,65, Riedmann. Werner, kannst du denen mal sagen, sie möchten nicht ganz so laut sein, ja? Kaliber 7,65 ist keine Polizeiwaffe. Siehst du, das ist genau das, was ich meine. Die ganze Mechanik unserer Ermittlungen läuft bei uns wie mit Pavlovschen Reflexen. Ja, wo willst du denn sonst anfangen? Weiß ich nicht. Ihr könnt ja mal sehen, wo er ist. Na, von den Nachbarn hat keiner was gehört oder gesehen. Ich meine, ihr sollt mal nachsehen, wo Herbert Asche ist. Also bitte, ja? Und meldet euch wieder, ja? Ja. Ist er in den Schuppen gegangen? Lass ihn doch. Warum soll er denn nicht in den Schuppen gehen? Dass niemand zu uns kommt, wundert mich. Die werden schon noch kommen. Und die Nachbarn? Was denken die jetzt? Das, was sie seit 5 Jahren denken. Wer schießt auf dich? Wer schießt auf dich? Und warum schießt jemand auf dich? Friedhelm, was ist los? Darf ich? Mhm. Nun sagen wir mal was dazu. Was soll ich denn dazu sagen? Was machen Sie eigentlich beruflich? Mein Bruder war Verkaufsleiter. Aber es ist natürlich sehr schwer für ihn, Arbeit zu finden. Wer kann ein Interesse daran haben, Sie zu töten? Jemand, der mich für schuldig hält. Irgendwann musst du doch mal aufhören. So reich kann doch keiner sein. Wir haben Sie schon auf der Baustelle gesucht. Ich arbeite mal da seit 4 Wochen. Heute bin ich beim Personenschutz der Firma. Pate von Konsul Brinkmann. Können Sie da mal aufmachen? Ja, das kann ich.
Sind Sie allein hier? Nein, da sind noch vier Kollegen. Die sind alle ganz dicht bei der Party. Ich mach nur diesen Abschnitt hier. Haben Sie eine Ahnung, warum wir hier sind? Heute früh haben Sie wieder eine Frau im Park gefunden. Vergewaltigt und mit dem Messer erstochen. Ja. Ja, und jetzt wollen Sie mir sagen, dass ich recht hatte. Dass Sie diesen Unmenschen wieder hinter Schloss und Riegel haben. Und das macht meine Frau auch nicht wieder lebendig. Auf Friedhelm Maus ist vorhin geschossen worden. Ach, und da kommen Sie gleich zu mir? So einfach ist das? Ex-Bulle Asche? Ich hoffe, er ist tot. Nein, er ist nicht tot. Hat er mich wenigstens gesehen? Nein, er hat sie nicht gesehen. Was machen Sie dann hier? Kann ich mal Ihre Waffe haben? Ach, wenn ich auf diesen... Wenn ich auf den geschossen hätte, dann mit dieser Waffe, oder wie? Nein. Ja, was macht er denn da, der Herr Kollege? Wie lange sind Sie jetzt schon hier, auf diesem Abschnitt? Seit 20 Uhr. Seit etwa 4 Stunden. Wir melden uns wieder. Tun Sie, was Sie nicht lassen können. Ach, Herr Kollege, wenn Sie jetzt hier weg wären, würde das keiner merken, richtig? Richtig. Das sehen Sie richtig. Zwei haben wir. Es waren aber 3 Schüsse. Vielleicht können wir die dritte morgen früh bei Tageslicht suchen. Könnt ihr. Hm. Da war jemand drin. Wer war das? Das war Leo Kress. Hätte ich mir denken können. Tja. Das kann noch dauern, bis wir was wissen. Eine Frage. Hatten Sie Herrn Berthold heute den Auftrag gegeben, mich am Nachmittag aufzusuchen? Ich hab was? Wen? Sie haben mich schon verstanden. Warum sollte ich? Na schön, Herr Maus, bringen wir es hinter uns. Dass wir heute eine Frauenleiche gefunden haben, das wissen Sie. Das musste ja kommen. Es ist ganz einfach. Ich habe heute Morgen ab 3 in der Küche gesessen und genäht. Mit der Maschine? Nein, mit der Hand. Diese Arbeit kann man nur mit der Hand machen. Wollen Sie sie sehen? Und die Tür zum Flur stand offen. Ich komme gleich nochmal. Was willst du denn schon wieder im Schuppen? Ich will ja gar nicht in den Schuppen. Was willst du dann? Vielleicht ist es ganz gut, wenn die beiden mal alleine miteinander reden. Wer hat sie angerufen? Seine Schwester. Es muss gleich nach den Schüssen gewesen sein. Aber meine Frau hat mich jetzt erst erreicht. Was ist denn passiert?
Jemand hat da oben gesessen und auf Herrn Maus geschossen. Und zwar durch das rechte obere Fenster. Aber er ist nicht getroffen? Nein. Haben Sie irgendwelche Erkenntnisse? Nee, und Sie? Ich meine, würde Ihnen was dazu einfallen? Ich frage einfach mal so. Nein. Drehen Sie sich mal um. Haben Sie sich mal mit den psychiatrischen Gutachten von Maus beschäftigt? Aus der Verhandlung? Herr Berthold, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich die Akte Maus überhaupt noch nicht angefasst habe. Aber ich muss Sie mal was fragen. Würden Sie Herrn Maus ein zweites Mal verteidigen? Was? Ja, Herr Berthold. Ich verstehe die Frage nicht. Würden Sie Friedhelm Maus diesen Mord an der Frau heute früh, würden Sie ihm diesen Mord zutrauen? Ich beantworte Ihnen solche Fragen nicht, Herr Kress. Warum sind Sie heute zu mir gekommen? Ich wollte Sie warnen, gegen Herrn Maus erneut vorzugehen. Ich habe Sie gefragt, warum Sie gekommen sind und nicht nach dem, was Sie zu mir gesagt haben. Warum? Ich weiß es nicht. Ich will es Ihnen sagen, Herr Berthold, weil Sie sich plötzlich vorstellen konnten, dass Maus das war heute früh im Park. Mit der Vergewaltigung und dem Mord an der Frau. Darum sind Sie zu mir gekommen. Und von mir haben Sie verlangt, dass ich diesen Gedanken nicht habe. Was Sie da sagen? Sie konnten es sich vorstellen. Mein Problem ist, dass ich komme einfach davon nicht mehr runter. Wer hat auf ihn geschossen? Ich weiß es nicht. Haben Sie eine Waffe? Ja. Seit vor 2 Jahren auf mich geschossen worden ist. Wissen Sie das nicht? Ah ja, doch, doch. Vielleicht, Herr Berthold, vielleicht ist es auch die Erinnerung daran, dass Maus vor 10 Jahren schon mal vor Gericht stand wegen versuchter Vergewaltigung. Nicht? Ja. Ja. Ich muss weg. Wollen Sie nicht reinkommen? Was ist los? Und wo ist Werner Riedmann? Ende. Ich verstehe das nicht so ganz. Wieso habt ihr Herbert Asche nicht gleich mitgebracht? Dann holt ihn bitte jetzt und wartet im Büro auf mich. Oder habt ihr gedacht, der Fall hat sich schon erledigt, ihr? Moment, so einfach ist das sowieso alles nicht. Es ist nämlich so, dass die Kollegen gegen Frau Braun ermitteln. Wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wer ist noch Frau Braun? Michaela Braun, die Ex-Freundin der toten Irma Langner. Ach ja, richtig. Ich nehme an, das hat was mit den Rezeptblöcken zu tun, die wir nicht gefunden haben in der Wohnung. Lasst mich bitte jetzt allein, ja? Ja, ich komme dann schon ins Büro. Also sollen wir jetzt den Asche holen oder nicht? Ja, natürlich. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen Ex-Polizisten oder Polizisten und anderen Leuten. Wollen Sie nicht doch noch reinkommen? Nein. Da wird er sich sicher sehr freuen. Er hängt doch so an Ihnen. Schon so spät. Wenn was ist, dann lassen Sie ihn nicht im Stich, oder? Er ist doch ein guter Mensch. Ja. Gute Nacht.
melde mich morgen. Du gar nicht mehr nähen? Es ist doch schon spät. Ich werde bald ins Bett gehen. Weißt du, warum er nicht mehr mit reinkommen wollte? Nein. Du hättest tot sein können. Ja. Das ist Herbert Asche. Ja, hat der Friedhelm Maus geschossen. Wo ist denn Kress? Das will ich auch wissen. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Riedmann, könnt ihr mir bitte Leo Kress auftreiben? Soll sich dringend bei uns melden. Das ist eine 765er Browning. Die hat sein Vater aus dem Krieg mitgebracht. Ich warte. Moment mal, ich glaube euch kein Wort. So was kann er nicht machen. Was meinst du, was der mit uns anstellt, wenn er nicht weiß, was sich hier im Büro abspielt? Na gut, wie er will. Danke, Ende. Was heißt denn das jetzt? Das heißt erstens, dass der da auf Friedhelm Maus geschossen hat, zweitens will Leo nicht gestört werden und drittens fahre ich jetzt damit ins Labor. Und der Rest ist euer Deal. Wir werden uns Mühe geben, Herr Kollege. Wenn ihr mit der Nummer durch seid, dann möchte ich jetzt, dass ihr mein Geständnis protokolliert. Ich weiß vielleicht, wo Leo ist. Ich fahr da mal hin. Also gut. Wir nehmen das jetzt erstmal auf Band. Ich gehe jetzt schlafen. Bist du noch nicht müde? Hm. Du bist immer noch aufgeregt. Ja, ich bin immer noch aufgeregt. Willst du oben was vors Fenster machen? Wird schon nicht regnen heute Nacht. Woher weißt denn du das? Weiß ich einfach. Wir lassen morgen gleich den Glaser kommen. Ja. Willst du heute Nacht nicht hier unten schlafen? Hm. Halt so wie früher. Als wir noch Kinder waren. So lange bleibst du nie mehr weg. Nie mehr. Versprichst du mir das? Verspreche ich dir. Ich kann nicht schlafen. Warum kommst du denn nicht? Du machst mir Angst, weißt du das? Was ist los? Was machst du? Warum bist du denn so komisch? Bei Nora
Versteh doch, ich kann jetzt nicht sprechen. Mein Gott. Sie haben die Frau getötet, gestern früh. Was machen Sie denn da? Die Frau damals, die Frau vor 5 Jahren, die Frau Asche, das war ich auch. Was? Was sind Sie für ein Mensch? Bleiben Sie stehen. Ich bin krank. Krank bin ich. Bitte, Sie müssen mir noch einmal helfen, wenn das rauskommt. Mit der Frau, gestern früh da. Ja, und was war mit der Zeugenaussage? Mit der Wiederaufnahme, mit der Aussage von dem Mann, der Sie entlastet hat. Das war Ihr Alibi. Der hat sich geirrt. Der hat sich ganz einfach geirrt. Das war nicht ich, den er gesehen hat. Bitte. Bitte helfen Sie mir. Wissen Sie überhaupt, was Sie angerichtet haben? Wissen Sie das? Auch bei mir. Einmal noch. Bitte. Geben Sie die Waffe her. Mich töten.